Ich hätte gerne noch die Taktik besprochen vorher. Ich hätte vielleicht jetzt nicht auf Ready drücken sollen. Ah, fuck, jetzt konnte ich dir nicht schreiben, dass die einen Pot brauchen, ne? Ja, das wird schon wieder nix. Aber wir werden mal gucken. Ich wollte ihnen eigentlich schreiben, wir brauchen den Pot. Sie sollen sich den Speer aufbewahren. Okay, wir haben... Obwohl, jetzt kommt der Damage von hinten raus doch noch. Den Hunter halt hoch. Oh boy. Also, ich bin die ganze Zeit komplett voll. Der Heiler muss nicht mal mich als Tank heilen. Haut auf sich selber live Pokun drauf. Und der Hunter rippt halt einfach. Also, ich weiß nicht. Ach, und er steht halt auch noch in dem Ding drin. Genau das meine ich. Warum muss der scheiß Monk in der Melee-Range rumgammeln und sich dann von dem Scheiß weghitten lassen? Das kann ich mir nicht erzählen. Diese riesengelbe Fläche. Das ist ja fucking Seasoner-Fix. Dann, wenn du es nicht drauf hast, dann stell dich halt als Heiler nicht in die scheiß Melee-Range. Dann krieg ich so einen Hass, echt. Ständig solche Leute hast. Jetzt bitte edit hier nix. Und bei den ersten zwei Mob-Gruppen rippt der Heiler weg, weil er sich einfach wegnageln lässt. Perfekt, sie haben die Mobs geedit. Aber wir haben zum Glück den einen nicht geedit, ne? Welchem Zeitpunkt genau Convoke benutzen? Also, wenn, dann benutzt du es offensiv eigentlich immer ab Cooldown. Oder du sparst es für irgendeinen Pull auf, wo du es defensiv benutzt und wo du quasi dann... Nimmt keiner den Speer mit? Ich muss einen DD mitnehmen, weil ich kann... Oh, jetzt... Ich muss schreiben, dass sie den Speer mitnehmen sollen. Das sind für den dritten Boss. Das wird hier nichts. Die Typen, die fucken mich jetzt schon ab hier. Keiner nimmt den Speer mit, ne? Defensive. Wir haben einfach den Wo-Typen. Und zwei Hunter. So eine Slow-Fläche wäre eigentlich echt cool für die Maden zum Beispiel. Was man auch macht. Defensive. Ernsthaft, er voidet uns hier rein. Perfekt. Knock sie mal raus, die Viecher. Wir müssen jetzt da hinten rauslaufen. Defensive. Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Du hast zwei MM-Hunter dabei. Warum die nicht halt einfach auf Range stehen? Das wird es halt so viel einfacher machen. Defensive. Bist einfach hier irgendwo raus, dass du auch nicht den Weg blockst für die Giftdinger. Man könnte es sich halt auch einfacher machen. Du hast den Beben-Effekt und es stehen halt alle in der Melee-Range. Perfekt. Also das kann ich echt einfach nicht nachvollziehen, warum Leute so spielen. Defensive. Langsam könnten die Maden mal sterben. Der Worry rippt jetzt dann gleich durch die Maden. Ding ist, die werden halt auch immer größer, ne, wenn die gefressen werden. Komm, ich root sie jetzt alle und laufen hinten. Ich glaube, wir haben eh nicht genug Damage. Defensive.
Ja, also das Ding ist, wie ich schon sage, es gibt keine Standardantwort für das. Wenn du halt in dem Key quasi merkst, okay, ist das alles relativ easy, ich kann hier durchbredeln, dann kannst du es immer, wenn Cooldown ab ist, draufrödeln, ne? Wenn du aber merkst, du brauchst es defensiv, es heilt dich ja auch, dann ziehst du lieber defensiv. Manchmal brauchst du es auch, um Akku zu gewinnen, ne? Das ist ziemlich individuell auf den Key und auf deine Gruppe, beziehungsweise wie du Tanks abgestimmt, ne? Also es gibt keine pauschale richtige Antwort, will ich damit sagen. Wir brauchen jetzt noch die Zweiergruppe hier. Und die Dreiergruppe, die will ich nicht haben. Kannst auch theoretisch, ich habe ja gesehen, du hast Heart of the Wild geskillt, ne? Bei dem Boss zum Beispiel in die Eulengestalt gehen und dann dementsprechend halt Convoke in der Eulengestalt zum Beispiel ziehen, ne? Ich hätte gern meine Route vorher geteilt, wegen dem Skip, aber okay. Die haben den Ding. Ich schreibe jetzt nochmal. Ich habe ja jetzt geschrieben, dass wir zweimal skippen. Interrupt. Interrupt. Ich hätte gern meine Route vorher gepostet, beziehungsweise das ausgequatscht, aber die haben den Ready-Check gemacht und ich muss mich an die eigene Nase nehmen. Ich habe Ready gedrückt, wollte dann meine Route posten, aber er hat instant in den Pulltimer reingehauen. Ich hätte nicht Ready drücken sollen, ich hätte erst das Ding linken, aber das war so ein Automatismus, Ready drücken und dann ne, war halt ein bisschen RIP, ehrlich gesagt. Eigentlich hätten wir die jetzt mit reinziehen können. Nehmen jetzt die Orben mit. Schauen wir mal. Sind die halt blöderweise da hinten in der Ecke drin? Das willst du eigentlich nicht. Wenn der 4 durchkommen, dann ist bitter. Ich darf jetzt meine Inka eigentlich nicht ziehen. Also ich werde nur den Typen kicken. Ach komm, naturgesperrt. Das war jetzt saudumm. Muss ich jetzt ehrlich sagen, das war saudumm. Interrupt. 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 Okay, sind alle durchgekommen. Ich habe jetzt geschrieben, sie sollen CDs und den Pot safen. Müsste hier so stehen, dass ich den einen nicht adde. Interrupt. Die cleaven nach vorne raus, ne? Deswegen muss ich immer auf der anderen Seite stehen.
Interrupt. Haben wir da einen Non-Interrupt-Mob? Nee, haben wir nicht. Ich hab den jetzt mal erklärt, was ich machen will. Interrupt. Ist halt kacke, ne? Ich hasse es, während dem Key zu schreiben, weil das ist alles Zeit, die du verlierst. Aber lieber schreibe ich es jetzt hier nochmal, bevor die Leute da nicht wissen. Also ich habe jetzt geschrieben, dass ich jetzt als nächstes einen Big Pull machen will, dass sie die CDs safen. Das habe ich vorhin schon mal geschrieben, ne? Dass sie die safen sollen. Und... Also, doch, der eine hat geschrieben, er hat jetzt noch Pod-Cooldown und so. Also das, die Leute haben schon zum Teil das gelesen. Zum Teil. Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen. Interrupt. Interrupt. Ich hau jetzt keinen Battle Rats raus, weil wir schaffen es auch. Außer wir adden da jetzt rein. Interrupt. Interrupt. 75k habe ich gefahren, wahrscheinlich vor. Okay, sie sollen jetzt skippen, habe ich gesagt, und mit dem Pod. Ich hoffe, die haben alle den Pod behalten, ne? Ich habe es dreimal jetzt geschrieben, dass sie mit dem Pod skippen sollen. Und ich hoffe, die haben jetzt den Speer mitgenommen. I use Pod. Verwehrt mir den Himmel, dann antworte ich genauso. Nein, lauf nicht zu uns hoch, du Spacken. Sonst kommen wir in Kampf. Also ich habe dreimal geschrieben, dass sie den Pod nicht benutzen sollen. Dass wir zwei Skips machen, beim ersten keinen benutzen, beim zweiten Ding bei der Hand, ich habe den Pod benutzt. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich hoffe, die haben jetzt den Speer mitgenommen da hinten. Enrage. Error. Oh, sie zünden kein Hero. Kill Ads. Oh, jetzt dreimal Hero geschrieben und ich habe meine Convoke interrupted. Oh boy. Der Hunter steht natürlich als Range im Hit. Der zweite, der den Hit rausgehauen hat. Das kann ich mir nicht erzählen. Breath incoming. Jetzt müssen sterben, sonst ist Feierabend. Watch your step. Ich hab nachgeguckt, es sind zwei fucking MM-Hunter. Und er schafft es, in die Melee-Range zu stehen und sich von dem einen Typen wegklopfen zu lassen. Enrage. How? Kill ads. Steh doch einfach in fucking Range. Ich verstehe es nicht. Warum spielt man in Range und läuft dann in die Melee-Range? Hat er den einen jetzt geroutet? Das räumt hier mal hier rein. Wisst ihr was, ich ziehe hier Inka. Normalerweise spare ich mir für den Big Pull, aber das sieht hier so aus, dass wir die jetzt nicht tot kriegen. Dann ist der Key nämlich wegdepleted. Alter, gerade nochmal raus. Ich wollte maximal auf die jetzt noch drauf cleaven. Alter, ich glaube, wenn ich keine Inka gezogen hätte, wären die nicht mehr tot gegangen, ne? Wenn nämlich eins lebt. Hier, diesmal ist nicht der Heiler gerippt. Diesmal ist der Hunter hops gegangen.
Ich hoffe, dass die jetzt alle... Ich hab's etwa fünfmal geschrieben, dass sie die Speere aufbewahren sollen, ne? Müssen den einen halt auch mit wegleaven. Wie hier nochmal Convoke, komm raus aus dem Graph jetzt hier. Also, ne, nochmal, es sind zwei MM-Hunter. Und ich muss aus der Melee-Range rauslaufen, weil Captain MM-Hunter in der fucking Melee-Range steht. Genau, lauf in die Melee-Range rein. Enrage. Super Idee. Super Idee. Ne, der Monk, klar. Ja, super, der ist wieder tot. Ich hasse diesen Typen. Breath incoming. Watch your step. Alter, war das knapp. Direkt auf Igno setzen. Ich fühle mich immer, ob du mit so Kindergartenkindern unterwegs bist, weißt du? Wo du fünfmal sagst, nein, fass es nicht an. Nein, fass es nicht an. Nein, bitte fass es nicht an. Du drehst dich um und dann fässt das an. Und denkst, könntest du reinschlagen in die Leute. So, jetzt habe ich halt Inka auf Cooldown. Jetzt machen wir erst die eine Gruppe hier. Und dann machen wir Big. Und ich bin am Überlegen, ob ich Big machen soll mit denen. Ob das nicht in die Hose geht, wenn ich ehrlich bin. Watch your step. Der eine macht seinen Cast, ne, aber ich stelle mich jetzt lieber mal rein, dass der Heiler nicht vernudelt wird. Watch also ich habe denen geschrieben, dass wir jetzt dann gleich einen großen Pull machen können. Ich wollte einen Pot ziehen. Eigentlich hätte ich da easy drei Gruppen reinziehen können, ne? Schon mal, ich fahre halt einfach 170k DPS. Aber ich spiele es jetzt vorsichtig, weil ich, ne, kriege überhaupt keinen Schaden. Aber wenn ich dann drei Gruppen pull, dann kriegen die es wieder nicht hin, dass sie da Mobs dazwischen stellen und dann mache ich es lieber vorsichtig, ne, dass die Gruppe da gar nicht irgendwie sterben kann. Wäre easy ausgegangen. Wahrscheinlich hätte ich den ganzen Raum zusammenpullen können und wegratzen. Aber naja. Machen wir es mal lieber vorsichtig. Wir haben noch 17 Minuten, also es ist durchaus noch drin, wenn sie den Speer aufbewahrt haben, ne? Weil das Problem ist, wir haben halt nicht gerade. Wie ist dieser Hunter gestorben? Hau! Sind wir an dem Dot runtergetickt, oder was? Ja. Ja, perfekt. Ach. Oh, der Ring war jetzt mal gar nicht schlecht. Die meisten Mobs ignorieren zwar den Ring, aber gibt auch Monks, die den gar nicht benutzen, ne? Also, klar, eigentlich, ne? Sobald du Max-Level bist, solltest du den schon mal benutzen, aber also, theoretisch
wisst ihr, was mich nicht wundern dürfte, durch diese zwei größeren Pulse habe ich wahrscheinlich sogar am meisten Schaden hier in der Instanz, ne? Schade, dass ich es vorher nicht resettet habe, aber das würd ich schon gerne mal anschauen. So, bei den normalen Dingern hatte ich natürlich nicht so viel. Perfekt, der eine erklärt erstmal nochmal den Bus, dass man mit dem Hook zum Boss drehen muss. Also, ich hoffe, wenn du ein 20er Key läufst, dass du so grob die Bossmechanik kennst, ne? Also blicke ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute halbwegs wissen, was sie tun. Ich stelle mich lieber rein, ganz ehrlich. Super, der Typ ist nochmal rangecharged und dann hat er das trotzdem selber abgekriegt. Komisch, eigentlich hätte der andere Mob dann kriegen müssen, ne? Wisst ihr was, ich stelle mich rein. Boah, da irgendeiner jetzt hier wieder auf die Schnauze kriegt, ne, fress lieber ich das Ding. Als irgendeiner von denen hier. Jetzt bin ich überlegen, ob ich die Inka spare für den Boss. Ist halt die Frage, ne? Wisst ihr was, ich ziehe sie hier nochmal einmal, dann habe ich sie wahrscheinlich in der zweiten Phase mit dem Boss wieder. Am Ende. Dann save ich auch meinen Pot dafür. Zumindest muss man jetzt sagen, die Hunter stehen jetzt mal auf Range, ne? Da werden wir dann nicht mehr abgefuckt von. Eigentlich ist die Woche ziemlich einfach. Bebend, solange du jetzt nicht eine komplette Melee-Gruppe hast, ist bebend also eigentlich so der einfachste Fix, den du haben kannst. Außer wie die Vorder-Gruppe, die ich hatte, ne? Wo der Heiler in Melee-Range war. Wir hatten zwei SV-Hunter, also Melee-Hunter, und einen Melee. Und alle in der Melee-Range waren. Das war eklig. Vor allem, wenn du dann irgendwo eng zusammenlaufen musst, ne? Kann ich hier nochmal convoken? Also steht und fällt halt alles mit dem nächsten Boss, ne? Dass der schnell runtergehauen wird. Ich hoffe, dass die Leute mit dem Speer das richtig spielen. Und mit dem Rangrippen. Hallo, Baby, ich grüße dich. Du musst Eulen-Affinity skillen, dass du die Eulen-Dings kriegst, die Eulengestalt. Das ist eine Skill-Sache. Ja, jetzt musste ich blöderweise meine Baumrinde hier ziehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt am Anfang beim Pull die nicht ready habe. Wäre ich vielleicht noch gerippt. Okay, ich habe geschrieben, dass sie alle drei Speere auf dem Boss benutzen sollen. Da habe ich halt hierfür nix, Run out. Hab den extra weggezogen. Oh, fuck it. Extra noch die Wall gezogen. Muss taunten? Das war jetzt nicht gut. Warte mal, haben die gerade den Speer? Der eine hat den Speer auf das Ad gewirkt, ne? Haben wir jetzt gerade drei Speere und den Boss nur auf 50 gehauen? Run out. Die hätten einfach alle drei Speere draufhauen sollen. Oh boy.
Hätte ich Inka noch ziehen sollen hier? Ich spare mir jetzt für den letzten. Ich hoffe, dass... Ah, das geht aber ein bisschen vorbei. Vielleicht kriegt er noch mit. Müsste passen. Haben wir HT für den letzten noch. Das müsste eigentlich ausgehen. Na gut, ist halt auch Bosswoche, ne? Da ist halt immer so eine Sache. Aber es war jetzt halbwegs gut. Ich habe mich da bei dem einen stunnen lassen. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich wollte unbedingt den Taunt und noch alles durchkriegen. Ich habe vorher extra noch Woll gesehen, weil ich schon... Oh fuck, jetzt kriegen wir hier den Hit ab. Weil ich schon gesehen habe, dass ich es fressen werde. Oh, meine Flast läuft aus. Okay, auf geht's. Hier ist halt Movement angesagt, ne? Wir haben halt nur einen Retz. Wir haben übelst viel Zeit, aber ich befürchte halt, dass Movement hier nicht die Stärke von dem einen oder anderen ist. Watch your step. Oh, fuck it. Hier sollte einfach der Heiler nicht in der Midi-Range rumeiern. Wäre auf jeden Fall nice. Wäre halt cool, wenn ich den Key in Time schaffen würde. Dann würde mich nur ganz gut Punkte bringen, tatsächlich. Watch your step. Ist schon wieder der Heiler, ne? Ich lauf lieber auf der anderen Seite rum. In einer Random-Gruppe würde ich hier, wenn ich der Heiler wäre, einfach draußen stehen bleiben. Ich weiß, ein Monk kann ein bisschen was machen, wenn er am Boss ist, aber du fuckst dich hier mit zwei oder mit drei Nahkämpfern so leicht ab in einer Boss-Range. Ich laufe meistens schon, wenn ich einen anderen Melee habe, ein bisschen weg. Also es geht eigentlich easy, wenn du im Kreis läufst mit zwei, drei Melees hier sogar, aber manche laufen komische Sachen und lieber bin ich derjenige, der danach gibt, vom Boss weggeht und keinen Schaden macht, als dass dann irgendwer rippt, ne? Wisst ihr, was ich meine? Geh jetzt hier auch nicht in Eule, mach's mal defensiv. Also ich könnte immer in der... Ja, schau, da ist der Worry, der läuft jetzt auf der anderen Seite. Jetzt machen wir es mal lieber so. Ja, ich gehe vom Boss weg. Soll der Worry da seinen Käse machen? Das Ding ist, der Boss hat halt extrem viel Leben. Und was du halt hier auch hast, der baut sich immer sein Schild auf. Und dann bist du halt immer... ewig... Worry läuft jetzt wieder auf der andere Seite rum. Schalte dich doch mal in eine Richtung. Weißt du, du kannst einfach um den Boss rumlaufen mit zwei oder sogar mit mehr Melees. Und dann können alle drauf hitten. Das geht ganz gut aus. Aber der läuft eher so Swirlies, ne? Können vielleicht nachher nochmal potten? Watch your step. Nein, Worry, don't rip. Ich weiß halt nicht, ob ich einen DD retzen würde, falls ein DD stirbt, ne? Aber das Problem, was du hast, wenn dir dann der Heiler wegrippt, dann ist er halt komplett RIP. Was ist denn der Worry? Ist der unten, oder? Watch your step. Mal natürlich ein bisschen eingedingst. Ich mach's mal wieder safe hier. Ich glaube, der Worry kriegt das unten nicht down, kann das sein? Super. Jetzt hast du dann zwei DDs unten. Da ist der Worry, heil ihn jetzt bloß hoch hier. Holy moly. Wie lange ist denn der unten? Fuck, ich laufe in die Ecke, komm, scheiß drauf. Ich gehe vom Boss weg. Wie lange war denn der Worry jetzt unten? Gefühlt 5 Jahre. Schade, ich habe leider kein Geso. Ich habe noch zwei Walls offen, die ich jetzt gleich noch zünden könnte. Komm, ich ziehe jetzt einfach mal noch eine Wall. Ziehe noch eine Inka. Jetzt ein Disconnect wäre halt bitter. Sagte er und kriegt ein Disconnect. Ach, nein, Spaß. Haben wir das echt nur in Time gekriegt mit der Gurkentruppe hier? Holy, haben wir sogar noch 5 Minuten über gehabt. Also, ne, vielleicht haben wir auch der einen oder anderen Stelle zu viel aufgeregt, aber eigentlich ist der Key so einfach. Was haben wir denn hier? Versa Tempo.
Was habe ich hier? Ich habe schon Versa Mastery. Naja, gut. Ja, ich könnte es dem Monk abgeben. Was haben die anderen so bekommen? Ehrlich gesagt brauche ich hier ehrlich gar nichts, ne? Ja, war doch ein halbwegs schönes Ding. Haben wir wieder einen 20er Key, hat 14 Punkte gebracht und jetzt sind wir ein bisschen über 2,9. Das Ding ist, theoretisch, ich weiß, manche sparen sich den Speer für den Endboss auf, aber ich habe an dem dritten Boss so oft eine Shitshow gesehen, dass dann da nur ein Speer oder kein Speer draufgeworfen wurde, dann lief es so, dass sie den Boss nicht tot gekriegt haben, dann haben sie auch nicht genug Schaden auf die Ads gehabt, dann kamen zwei Ads und dann jedes Mal, wenn die Ads den Grip gewirkt haben, haben sich die gegenseitig gekickt, weil selbst wenn ich die ganze Zeit Move als Tank, die tun das tatsächlich fast gleichzeitig wirken und die sind halt an mir dran, deswegen kann ich sie nicht auseinanderziehen und dann war der Key meistens Grip, deswegen habe ich gecallt, drei Speere auf den dritten Boss zu machen. Das haben wir am Endboss länger gebraucht, aber wenn du halbwegs moves, ist ja beim Endboss kein Ding, aber wenn du beim dritten Boss zwei Ads kriegst, dann ist der Key gerippt, wenn die Leute nicht wenn dann raustaunten oder du irgendwie, ich habe selbst mit Soul Shape schon versucht, dann auseinanderzulaufen, dass die sich nicht gegenseitig grippen, aber das ist dann Ripped, ne, wenn du dann zu wenig Damage hast. Naja gut, egal, Key haben wir in Time, wunderbar, jetzt muss ich hier zumindest im Boss-Buff nicht mehr rein.